Letzter Donnerstag im Monat, Zeit fürs Pontikulturschaufenster mit Kunst und Kultur aus der Heimat für die Heimat. Grüß Gott und dazu wieder wie immer recht herzlich willkommen. Haben Sie Halloween gut verbracht, diesen unsinnigen Brauch, der von Amerika zu uns rübergeschwappt ist? Nun, hier und heute meine Themen, meine deutschen Themen, vor allem aber meine schwäbischen Themen. Erstens, kurz beleuchtet, kurz gefasst, 27. Nordschwäbische Kunstausstellung in Donauwörth, das Leben der Wikinger im Rahmen der Kinderkulturtage im Kreis Günzburg und letztendliche Radikallösung für die legendäre Leibheimer Linde. Zweitens, Brauchtumsjubiläum, 75. Leonhardi-Ritt in Lauingen, Kreis Dillingen. Drittens, Krippenkunstausstellung im Schwäbischen Volkskundemuseum Oberschönenfeld, Kreis Augsburg. Viertens, 90 Jahre Verein Günzburger Krippenfreunde mit großer Jubiläumsausstellung. Und fünftens, das Deutsche Requiem als Hauptkonzert der Schwäbischen Orgeltage in der Heilig-Geist-Kirche in Günzburg. Gute Unterhaltung mit edlen Bieren wünscht die Schlossbrauerei Autenried, dem Guten verpflichtet seit 1650. Im Zeughaus von Donauwörth findet derzeit die 27. Nordschwäbische Kunstausstellung statt. Sie ist hier bis 9. Dezember geöffnet und vermittelt einen umfassenden Einblick in das vielfältige Kunstschaffen in der Schwabenregion. Veranstalter sind die Stadt Donauwörth und der Verband Bildender Künstler Schwaben Nord. Verbunden mit der Ausstellung war wieder die Verleihung des mit 1.000 Euro dotierten Donauwörther Kunstpreises, heuer an den Bildhauer Terence Carr aus Burgau. Heute leben wir in einer Wegwerfgesellschaft. Man hat ein Ding und wirft es weg. Das hat man früher nicht gemacht. Man hat versucht, ganz lange noch ein Ding zu haben und es dann auch an seine Kinder weiter zu vererben oder es irgendwie noch zu recyceln und nochmal zu verwenden. Und so hat man auch gerne rechteckige Stoffe verwendet. Das Leben der Wikinger wie vor 1000 Jahren war eines der vielfältigen Themen im Programm der 7. Kinderkulturtage des Landkreises Günzburg. Im Sonnenhof von Ziemetshausen-Bauhofen gab Diplombiologin Gabriele Heinze hierzu historische Informationen für Kinder zwischen 5 und 12 Jahren. Von der Bekleidung, Handwerkszeug, Jagd- und Schmuckgegenständen bis Feuerschlagen konnten die Sprösslinge viel Interessantes erfahren. Unter dem Motto Anfassen und selbst ausprobieren konnten sogar kleinere Textilien gefilzt werden. Und vor allem daraus bestand früher die Wikingerkleidung. Dabei kneteten die Kinder Schafwolle in Seifenlauge so lange, bis kleine, wenn auch etwas unförmige Filzscheibchen entstanden waren. Ein Wahrzeichen in Leibheim, Kreis Günzburg. Die 600 bis 700 Jahre alte Linde. Zunächst für 30.000 Euro saniert, ließ sich ihr weiterer Verfall nicht aufhalten, weil wegen fortschreitender Schäden ihr Zusammenbruch drohte. Nachdem die Fällung dieses bedeutenden Naturdenkmals angedacht war, entschloss man sich für deren Erhalt durch maßvolles Zurückschneiden des 30 Meter hohen Baumes mit 10 Metern Stammumfang. Die Entscheidung vom Stadtrat in Leibheim hat mich sehr gefreut. Der Baum wird jetzt in der Krone so weit wie erforderlich zurückgeschnitten, damit auf der einen Seite die Sicherheitsaspekte und auf der anderen Seite der langfristige Erhalt des Baumes gewährleistet bleibt. Was man eigentlich vermeiden wollte, ist nun vollendete Tat geworden. Vom Prachtbaum übrig geblieben ist nur noch ein 8 Meter hoher Torso. So sieht also schonender Baumschnitt aus. Jährlich sterben Kinder bei uns in Deutschland, weil sie unheilbar krank sind. Stiftung Kinderhospiz Bärenherz. Wir helfen den Kindern und ihren Familien. In Lauingen, Kreis Dillingen, fand ein kleines Brauchtumsjubiläum statt. Es war der 75. Leonhardi-Ritt, der bei strahlendem Wetter und Rekordbeteiligung durch die Straßen der ehemaligen Herzogstadt an der Donau führte.
Nach dem Reitergottesdienst in der Leonardikirche fand auf dem Vorplatz die große traditionelle Pferdebenediktion statt. Nach dem langen Defilier der Reiterschar am Allerheiligsten vorbei, bewegte sich der Umritt durch die Innenstadt Lauingens. 200 Teilnehmer mit ihren Pferden und Kutschen, musikalisch begleitet auch von mehreren auswärtigen Kapellen, boten den Zuschauermassen ein buntes Bild. Auch aus Günzburg, Weißenhorn und Donauwörth waren die Pferdefreunde angereist. Die Organisation des Festtages zu Ehren des heiligen Leonhards, dem Schutzpatron der Tiere und Gefangenen, besorgte traditionell der hiesige Reit- und Fahrverein Lauingen. Die Donaulichtspiele, das Nobelkino des Landkreises Günzburg, befindet sich in Offingen. Das beliebte, renommierte Filmtheater mit seinem mehrfach staatlich prämierten Jahresfilmprogramm und der angenehmen Atmosphäre erwartet auch Sie und Tante Emma. Seit 1989 findet hier alljährlich ein Minifilmfestival statt, die Offinger Filmtage, mit originellen Ideen und Inhalten. In der Altstadt von Günzburg, gleich neben dem Kuhturm, steht das Gunzia Stadttheater, das Kino der exquisiten Filme mit dem besonderen Flair. Hier fühlt man sich wohl, wenn man den hektischen Trubel der Multiplexe nicht mag und eher Gediegenheit sucht. Dass auch hier die Zeit nicht stehen geblieben ist, beweisen modernste Kinotechnik und Ausstattung sowie ein gastliches Foyer mit kunstvoller Deckenmalerei. Bundesstart im Gunzia Stadttheaterkino am Donnerstag, den 6. Dezember, 20 Uhr, der Goldene Kompass. Die Mehlprimeln, das bekannte Musikkabarett, gastiert wieder in den Donaulichtspielen Offingen mit dem Weihnachtsprogramm Auf die Plätzchen, fertig, los, am Mittwoch, den 5. Dezember um 20 Uhr. Im Schwäbischen Volkskundemuseum Oberschönfeld, Kreis Augsburg, wurde eine Ausstellung über Krippenkunst eröffnet, die noch bis zum 27. Januar nächsten Jahres dauert. Ihr Titel: Ochs und Esel außer Form – Massenware Weihnachtskrippe. Diese Ausstellung, meine sehr verehrten Damen und Herren, stellt eigentlich ein Novum dar. Sie ist die erste gemeinsame Ausstellung der Kunstsammlung der Museen der Stadt Augsburg, des Diözesanmuseums St. Afra und des Volkskundemuseums. Nicht um künstlerische, manuell kreierte Unikate, wie sie die Figurenschnitzer des schwäbischen Krippenparadieses im Kammel, Mindel und Günztal hervorbringen, geht es bei dieser Krippenausstellung, sondern um preiswerte, industrielle Massenware. Die hier exponierten Figuren entstanden ab dem 19. Jahrhundert mittels Formen in Serienfertigung. Erstmals werden hier umfassend solche liebenswerten Krippenfiguren und ihre Geschichte anhand seltener Originale gezeigt. Eine ganze Reihe von Herstellern in Österreich und Deutschland, vor allem in Bayern, schufen Krippenfiguren aus den verschiedensten Materialien. Von Pappmaché über Wachs, Gips, Zinn und Dragant bis hin zu Elastolin, einer plastischen Hartmasse. Darunter auch historische Figuren aus Keramik, wie zum Beispiel die bekannten Bachenen, aus gebranntem Ton, gefertigt im schwäbischen Krippenparadies. Seit den 50er Jahren verdrängen moderne Kunststoffe herkömmliche Materialien und Herstellungsverfahren. Heute dominieren aus China importierte Krippen den Markt. Gemeinsam mit den drei weiteren Ausstellungen in Augsburg wird die Krippentradition vergegenwärtigt und damit auf den im Januar stattfindenden Weltkrippenkongress eingestimmt. Besonders reich mit Krippen versehen ist der Landkreis Günzburg, wo sich auch in Günzburg bereits im Jahr 1917 der erste bayerische Krippenverein gründete. Und so verbreitete sich die Krippenbewegung von Günzburg aus in ganz Deutschland mit derzeit 34 Vereinen. Damit kann der hiesige Verein heuer seinen 90. Geburtstag feiern. Das tut er stolz mit einer großen Jubiläumsausstellung und der Ausrichtung der 76. Landestagung mit Festmesse und Festabend.
50 Krippen umfasst die Ausstellung mit dem Titel Comet und Seehead im Kolpingsaal, für die die Günzburger Krippenfreunde, wie ihr Verein offiziell heißt, wochenlange Vorbereitungen auf sich genommen haben. Schwäbische Wurzelkrippen, Papierkrippen, Simultan- und Orientkrippen, breit gefächert ist sowohl der Stil der Krippenlandschaften und Hintergründe, wie auch die Beschaffenheit der Figuren, die meist von den Mitgliedern selbst geschnitzt oder aus Ton geformt und gebrannt sind und deshalb Bachene heißen. Die Figuren sind in verschiedene Größen aufgestellt, rohe ebenso wie farbig gefasste, also bemalte oder bekleidete. Unter den 200 Mitgliedern des Günzburger Krippenvereins befinden sich auch akademische Holzbildhauer. Das künstlerische Talent der Schnitzer im sogenannten schwäbischen Krippenparadies des Kreises Günzburg soll von Tiroler Einwanderern vererbt worden sein, die nach dem Dreißigjährigen Krieg hier sesshaft wurden. Zwischen Weihnachten und Maria Lichtmess am 3. Februar ist es im schwäbischen Krippenparadies alter Brauch, sich gegenseitig zu besuchen und die neuen Krippenerrungenschaften der Zunft, der sogenannten Krippler, zu würdigen. Es ist die Zeit des offiziellen Krippenschauens. Dieses Krippenschauen, wie es auch genannt wird heute noch, entwickelte sich von einem regionalen Brauchtum mittlerweile zu einer überregionalen Attraktion. Und seit den 1980er Jahren, in der finden wir immer wieder mehr Menschen und Menschen den Weg in das schwäbische Krippenparadies, das natürlich zwischenzeitlich schon mit Reisebussen angefahren wird. So ist auch diese Jubiläumsausstellung im Günzburger Kolpinghaus bis Maria Lichtmess am 3. Februar 2008 geöffnet. Das bunte Kulturschaufenster von Flott TV berichtet aus der Heimat für die Heimat. Jeden letzten Donnerstag im Monat um 18.14 Uhr hier auf diesem Kanal. In Günzburg gingen die diesjährigen Schwäbischen Orgeltage mit einer Reihe von Konzerten zu Ende. Glanzpunkt war die Aufführung des Deutschen Requiems von Johannes Brahms in der Heilig-Geist-Kirche. Ich sage schon mal Grüß Gott und auf Wiedersehen bis zum nächsten bunten Kulturschaufenster in 4 Wochen hier auf diesem Kanal. Unter der Leitung von Thomas Bodenmüller, dem musikalischen Leiter des Heilig-Geist-Ensembles, intonierten dieser heimische Klangkörper zusammen mit dem Stuttgarter Ensemble Musica Viva das deutsche Requiem für Soli, Chor und Orchester. Es ist eines der bekanntesten Brahms-Werke. Solisten der gefeierten Darbietung waren der Bariton Steffen Balbach und die Sopranistin Ingrid Fraunholz.